Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und heute geht's an die Hamoris, die müssen umgesetzt werden. Die Brachypelmer Hamoris, die waren ja letztes Jahr eingezogen, ich glaube letztes Jahr, und da waren sie noch relativ kleine Stöpselchens. Ich hatte sie auch direkt als Pärchen gekauft und ja, habe somit auch die Möglichkeit, beides zu beobachten, ne? Sowohl das Männchen als auch das Weibchen und wie die groß werden. Und eigentlich wachsen die ja relativ langsam, aber ich muss sagen, die haben einen ordentlichen Sprung gemacht in den letzten, naja, Monaten und wir schauen sie uns jetzt mal an. Praktischerweise habe ich sie schon rausgefischt, ansonsten würden wir sie halt gar nicht sehen, weil sie sich wirklich nach hinten verziehen würden im Terrarium und sich ganz hinten verstecken würden. Und so habe ich halt die Möglichkeit, euch das Mädel einmal zu zeigen, ne? Wir schauen mal direkt rein. Und da haben wir sie. Ich muss halt sagen, ihr Entzücken war jetzt nicht so groß, ne? Sie hat ordentlich Haare geworfen. Sieht man Gott sei Dank jetzt auch nicht so. Aber die war wirklich nicht gut drauf mit beim Rausholen. Das hat ihr gar nicht gefallen. Aber ja, sie ist trotzdem immer noch hübsch, ne? Der Hintern, man sieht ein bisschen was, dass da was passiert sein könnte, man erahnen. Aber ansonsten ist sie halt noch voll im Futter, ne? Topfit unterwegs. Und ja, wie ihr seht, die hat einen ordentlichen Sprung gemacht, wie ich finde. Ich meine, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich denke, es ist ein guter Zentimeter, der da rangeknallt ist. Und ja, für ein Tier, was halt wirklich wie ein Stein wachsen soll, finde ich, ist das ein ordentlicher Sprung gewesen. Aber nutzen wir die Chance und schauen uns auch das Männchen nochmal an, damit wir auch das nochmal gesehen haben. Der ist halt auch ein guter Propper geworden, ne? Muss man halt sagen. Der hat auch ordentlich zugelegt, aber ist nicht so dicke, ne, wie das Mädel. Aber trotzdem super schön, muss man ja sagen. Gefallen mir wirklich sehr die Tierchen, aber wachsen halt unheimlich langsam. Aber ich finde, man erkennt auf jeden Fall, was es ist. Für die Tierchen habe ich mir letztes Jahr in Hamm diese Terrarien hier gekauft. Das sind 20er Breite, 25 tief und 15 hoch. Und ja, also da kommen die jetzt rein und ich freue mich schon drauf. Wir werden das Ganze natürlich auch zusammen einrichten. Fangen wir also direkt mit dem ersten und bekanntesten Schritt an. Die Erde muss rein. Das mit der Erde ist immer so ein bisschen schwierig, wenn die Türen so klein sind, deswegen immer ein bisschen ankippen und dann reinrieseln lassen, obwohl mit der Hand natürlich deutlich einfacher geht. Na, also man hat natürlich ein bisschen was, was daneben fliegt, aber ich mache das jetzt per Hand weiter, dann seht ihr das auch ein bisschen besser und ja, machen wir es einfach voll. Ich denke, ich mache das jetzt auch noch für das andere direkt fertig, dann kann ich hier nämlich den Tisch wieder sauber machen, weil ich habe hier wirklich ein bisschen rumgesaut. Und ja, dann gucken wir uns das Ergebnis danach an. Ganze noch mal anschauen. Ne? Also es ist auf der einen Seite ein bisschen erhöht. Das habe ich auch bei dem anderen so gemacht. Das können wir uns auch gleich angucken. Und ja, wir werden gleich mal schauen, was wir da reinmachen. Ne? Also hier haben wir das andere noch. Und ja, ein bisschen was. Ich glaube, ich mache da noch ein bisschen Erde rein. Ich finde das hier eine kleine Kuhle. Das gefällt mir gerade nicht. Also da wird noch mal nachgebessert gleich. Und dann kommt ein bisschen Zeugs rein. Ja, was kommt rein? Natürlich Kork und ja, keine Korkröhren. Ich werde da wirklich nur so Platten einlegen und dann können sie sich da unter der Erde verstecken und wenn sie wollen, natürlich auch oben drauf auf dem Kork thronen, wenn sie da Bock drauf haben. Und ansonsten denke ich, macht sich das ganz gut, wenn wir das da einbauen und wir schauen mal, wie wir es einbauen. Ja, das Stück hier sieht auf jeden Fall klasse aus für eine Seite, ne? Muss man halt sagen, weil das halt wirklich so diesen Eckschnitt hier hat, ne? Dass hier wirklich so richtig schön in so eine Ecke reinpasst. Und wir müssen mal gucken, ja, also die Struktur außen oder lieber die Struktur außen, aber ich nehme lieber die hier. Und da muss man mal schauen, ob man das da reingedeichselt kriegt. Und
dann einfach mit Erde an den Stellen, wo es aufgekantet werden muss, also wo ich es ein bisschen hochheben muss, dass ich das da anhebe. Oder ich mache hier wirklich in der Mitte, ne, also hier, ah, man sieht es gar nicht. Der Fokus will nicht. Aber es ist halt auch ein unheimlich kleines Terrarium. Das macht es halt so unheimlich schwer. Ja, also, dass ich das hier abfange, abfedere mit irgendwas, wahrscheinlich auch mit Kork, sodass der ganze Spaß so eine ganze, wirklich so eine Höhle ist. Ja, wir basteln uns das mal. Erstmal machen wir hier wieder ein bisschen Erde weg. So, packen die mal hier an die Seite. Die werden wir gleich noch brauchen. Und drapieren das hier rein. So, und dann kommt Erde oben drauf. Die können wir von sonst woher holen, ne? Also ob wir die jetzt von hier vorne holen oder nicht, ist komplett egal. Und legen die hier mit auf. So. Und dann können wir die Erde, die wir jetzt gerade von da links, von rechts hinten weggenommen haben, können wir jetzt hier nach vorne wieder hin machen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das jetzt hier. So. Das gefällt mir noch nicht ganz. Aber es ist, wie gesagt, schwer da hinten hinzukommen, allein mit meinen großen Händen, obwohl die sehr klein sind, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ist Größe 9 groß? Nee, ne? Also so Handschuhgrößen 9 ist, glaube ich, nicht groß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich wirklich große Hände habe. So, und jetzt suchen wir uns mal ein kleines Korkstück, was das hier abfängt, sodass sie halt wirklich so eine Durchgehhöhle hat, wo sie von links nach rechts gehen kann. Das wäre cool. Gucken wir mal. Ja, wir könnten theoretisch ihr altes Korkstück benutzen, um das hier abzufedern. Dann hat sie hier wirklich so einen Höhleneingang. Und das müssen wir dann aber noch ein bisschen schick machen. Ich verliere hier gerade die ganze Erde wieder nach draußen. Ich sehe halt selber nichts, weil ich will, dass ihr was seht und deswegen sehe ich halt nichts. So. Ich bin jetzt einfach mal hinter der Kamera. So. Ich würde gern da hinten in die Ecke kommen. Wartet mal, ich muss mal ein bisschen nachjustieren hier. Ich merke das schon, irgendwie flunscht das hier nicht so richtig. Aber wie gesagt, mit so kleinen Terrarien ist das immer schwierig. Und ihr seht, die Kamera, die sackt immer noch ein extra Ding ab. Und wenn ich da ständig gegenkomme, dann bin ich ungünstig. So, also ich will jetzt eigentlich in die Ecke noch ein bisschen kommen. So, so. Dann haben sie hier raus und kann da hinten in der Ecke auch rauskommen, wenn sie möchte. Das seht ihr jetzt zwar nicht, aber das gucken wir uns gleich an. So. So gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt werden wir noch, wir können das so schön machen, wie wir wollen. Die Spinne wird das am Ende vielleicht eh durchbaggern, ne? Und dann sieht das halt wieder anders aus. Aber was noch rein muss, ist natürlich auch ein Näpfchen. So, hier haben wir unser Näpfchen und das packen wir einfach hier hin. Und dann ist das schick. So, ja, Pflanzen würde ich jetzt hier nicht reinmachen, weil sie das halt nicht so feucht mögen und die Pflanzen würden das halt nicht überleben. Das wäre halt echt schade um die Pflanze. Deswegen lassen wir das glatt bleiben. Aber das hier muss fest sein. Ne? Also so weit fest, dass es halt nicht einfach umkippt, wenn sie da anfängt zu baggern. Hoffen wir mal, dass sie nicht anfängt zu wühlen an Stellen, wo es nicht sein soll. Aber dann ist das so. Aber in der Regel hält das eigentlich. Also ich habe da jetzt noch nie Probleme gehabt, dass da was eingestürzt ist. Das ist tatsächlich noch nie passiert. Und wir schauen uns jetzt mal an. So, jetzt gucken wir hier mal in die Seite rein, dann seht ihr auch, was ich meine, ne? Also hier ist noch ein Eingang oder Ausgang, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist halt alles ganz sehr schwierig zu zeigen. Da ist noch ein Eingang oder Ausgang, nennt es wie ihr möchtet. Und da kann sie halt auch rauskommen und sich dann hier hinten hin bewegen und rumlaufen. Das finde ich ganz cool. Und ansonsten hat sie halt jetzt hier vorne diese große Höhle, ne? Einen schönen großen Höhleneingang und kann dann auch da oben sich hindrapieren und ja, das Leben genießen, ne? Mit Näpfchen werden wir auch noch auffüllen und dann ist das Tutti. Ja, und jetzt geht es auch schon ans nächste Terrarium. Und da haben wir auch so ein schönes großes Stück. Nicht so gut geschnitten wie das andere, aber dafür halt eher curved, ne? Also ein bisschen runder. Und ja, mal schauen, wie wir das da unterbringen. Würde ich halt auch irgendwie so in der Form damit reinbringen. Und dann werden wir uns auch wieder ein bisschen Erde hier wegnehmen.
Ist natürlich immer so ein schöner Gedanke. Man macht da irgendwas vor und die Spinne nutzt das. Aber ich kann euch sagen, in der Regel funktioniert das so nicht. Bei mir habe ich bisher immer ganz gut Glück gehabt, aber ich höre halt immer von ganz vielen Zuschauern, dass die Spinne nicht zwingend das macht, was der Zuschauer gerne gehabt hätte. Deswegen, ihr könnt das schönste Terrarium der Welt einrichten, aber die Spinne macht halt daraus, was sie will. So ist halt das Zusammenleben mit einer Spinne. Ne? Also die haben ihre eigenen Pläne. Und ich denke, das werden wir jetzt hier auch vorne abfedern, weil hier haben wir schon eine kleine Kuhle drin. Und dann werden wir das hier vorne auch nochmal an der Ecke mit einem Stück Kork abfangen. So, hopp, hopp. Oder brauchen wir das überhaupt? Oder reicht das so? Sieht fast so aus, als wenn das so reicht. Also es sackt auch nicht ab, es ist fest. Und so kann sie sich dann hier vorne direkt in das Loch reinarbeiten. Es ist natürlich sehr viel von dem Kork verloren gegangen. Optisch ist natürlich nicht dramatisch, ne? Der Spinne ist halt egal. Die will nur ihre Höhle haben und ihre Ruhe. Und das werden wir ihr jetzt auch gleich kredenzen. Ist jetzt nicht so spektakulär wie das andere, aber ich finde, es ist trotzdem schick. Und wir werden sehen, was die Spinne draus macht. Auch die bekommt ihr Näpfchen und dann können sie schon einziehen. Und wer sich fragt, welche Erde ich da benutze, wenn ich diese Terrarien einrichte, ich habe ja jetzt wirklich komplett gewechselt. Ich benutze jetzt Schildkrötenerde. Die ist auch in der Beschreibung verlinkt und die ist auch vor ein paar Tagen genauso von Amazon angekommen bei mir. Ja, also ich bestelle die genauso da und ich bin damit super zufrieden und wird auch keine andere mehr benutzen. Die ist für mich richtig top und ich werde da nichts mehr anderes nehmen. Ja, und kann sie tatsächlich vollstens empfehlen. Ich habe sie jetzt eine ganze Weile im Gebrauch gehabt, bevor ich mich überhaupt getraut habe, zu sagen, ob die jetzt gut ist oder ob die nicht gut ist. Aber, wie gesagt, jetzt ist sie schon eine ganze Weile bei mir im Einsatz und ich habe nichts Negatives gefunden. Ich finde die richtig gut. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, ne, alles in der Beschreibung. Es ist fast immer alles in der Beschreibung noch mit verlinkt. Ja, und das weniger spektakuläre Terrarium bekommt dann auch das Männchen. Und ja, wir setzen ihn direkt ein. Das Ganze sollte auch jetzt nicht so problematisch verlaufen. Vielleicht werden Haare gekickt. Das ist natürlich möglich. Aber in der Regel ne, sind die ganz... Hey, 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 da geht's lang, Freundchen. Machen wir hier keine fiesen Mantenten, ne? Und da haben wir ihn schon drin und gucken ihn uns an. Ja, und da klettert er, ne? Munter, fröhlich, am Rumwackeln. Und ja, hier habt ihr das Terrarium nochmal. Da ist halt das Loch und das war's halt. Ne? Der Rest ist mit Erde aufgeschüttet. Und alles, was der halt verändern möchte, wird er halt auch verändern. Da kann ich machen und tun und sagen, was ich will. Das Einzige, was ich vielleicht noch reinmachen werde, ist dann nochmal ein bisschen Moos. Ne? Ein bisschen Moos überall so. Einfach optisches Ding, was mir denn so gefällt. Aber mal schauen. Erstmal gucken wir, was er anstellt. Weil es bringt mir nichts. Ich habe auch schon einige Spinnchen gehabt, die einfach das ganze Moos eingesammelt haben und mir das dann einfach hier vorne an die Ecke geschmissen haben. Deswegen, ja, also das ist halt auch ein Statement, ne? Und deswegen lassen wir sie jetzt erstmal so und er soll sich jetzt erstmal hier wohlfühlen und sich heimisch finden, ne? Also sprich dieses Loch da für sich erkunden und erklimmen und dann ist die Welt in Ordnung, ne? Und dann holen wir uns schon mal das Weibchen. Und nun kommt das Weibchen. Die ist auf jeden Fall gerade ein bisschen zackiger. Ich weiß nicht, was da logisch ist, aber ist okay. Und wir bringen sie mal rein. Alles kein Drama. So, hopp. Und sie ist drin. Ja, so einfach kann es gehen. Und dann schauen wir sie uns mal an. Da sitzt die gute Dame. Macht jetzt natürlich auch erstmal einen ruhigen. Ne? Muss erstmal schauen, wo sie hingehört, wer sie ist und wie sie heißt. Wenn sie das denn alles wiedergefunden hat, dann wird sie hoffentlich da in diese wundervolle, super gut gestaltete Höhle eingehen und sagen, es ist richtig toll und hier fühle ich mich wohl. Praktischerweise jedenfalls. Wir werden schauen, was sie macht. Wenn da jetzt wirklich eine große Veränderung stattfindet, dass das Tier sich da nicht wohlfühlt oder irgendwas dergleichen, dann werde ich das auch mal updaten. Und dann werden wir mal gucken, ob wir denen was anderes bauen können. Aber so an sich... denke ich, wird sie sehr, sehr zufrieden sein mit dem neuen Zuhause. Auch besonders, weil sie auch so viel mehr Platz jetzt hat. Deswegen, ich bin zufrieden. Ich hoffe, sie ist zufrieden. Und er natürlich auch. Und ja, also wir werden schauen, wie es hier läuft. Aber jetzt lassen wir sie in Ruhe. Ja, und das war auch schon der Umzug. Es war auch alles super entspannt. Ihren Platz hinter mir haben sie jetzt auch schon bekommen und wir schauen mal, wie sie sich die Tage machen werden. Ich weiß ja, dass viele sie gerne sehen wollten, aber es ist halt immer schwierig mit den Tierchen, weil wenn ich da wirklich an die Luke rangehe, dann sind die weg. Und deswegen
Bin ich jetzt zufrieden, dass ich sie euch nochmal zeigen konnte beim Umzug, und da werden die jetzt auch eine ganze Weile drin bleiben. Es sei denn, die machen nochmal einen gewaltigen Schub. Dann müssen wir halt gucken, dass wir demnächst uns größere Terrarien besorgen. Und ja, dann bekommen die halt darin ihren Platz. Aber bis dahin verlasse ich mich einfach darauf, dass das Wachstum sich wie ein Stein verhält. Und nun hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, lass gerne ein Abo da, würde mir extrem weiterhelfen. Und nun gibt es nichts weiter zu sagen, als ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!